guck gerade, ob es hoch oder runter geht. Aber scheinbar bewegt sich da der Bildschirm nicht sehr viel weiter. Obwohl, wir haben ja, glaube ich, Blick der Geister. Das sagt uns hier rein, aber auch nicht mehr. Also das hat sich ja sehr gelohnt. Okay, Blut haben wir, glaube ich, wieder voll. Ansonsten wären wir bei... Wenn wir den Blick der Geister benutzen. Und hätten, glaube ich, 250 oder haben es, ich weiß es nicht genau. Okay, 108 EP und 3 schwache Seelen. Dann gehen wir also hier den letzten Gang lang. Das ist wieder nahezu weg. Okay. 36 EP und eine schwache Seele. Hier sammeln wir einfach nochmal 3 schwache Seelen ein. Viel mehr ist das ja mittlerweile nicht mehr. Okay, mit dem schrill Losschreien versucht die vielleicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und wäre jetzt praktisch entzubert. Okay, 3 schwache Seelen, 108 EP. Hier wieder 2 Fledermäuse. Erste weg. Elaine ist verwirrt, aber hat sich durch den Schaden wieder erholt. Demnach war das eigentlich ein gewasteter Zug von denen. 108 EP und 3 schwache Seelen. Hier müsste es doch irgendwo die rote Truhe geben. Erste weg. Und die stirbt diese Runde auf. EP und eine schwache Seele. Okay, da sehen wir die jetzt. Es geht also noch weiter. Und dieser Gang war einfach nur eine leere Sackgasse. Okay, der zweite da ist auch weg. Fehlt noch die Fledermaus. Aber jetzt auch. Und wir betreten hier den, ja, wahrscheinlich und hoffentlich letzten Gang. Okay, der teilt sich auch nochmal auf. Wir gehen weiter immer am, ja, quasi rechten Rand entlang. Die Fledermäuse sind abgerichtet. Also, ich muss dazu sagen, ich weiß, dass das Wort abgerichtet eigentlich was anderes bedeutet. So wie dressieren in die Richtung. Aber es hat einfach einen besseren Wortklang, also oder ein besseres Wortbild. Das abgerichtet, das hört sich mehr nach hinrichten an, als wenn man sagt hingerichtet oder so. Kann man einfach besser betonen. Und deswegen finde ich, klingt das sehr viel schöner. Und benutze es deswegen auch häufiger. Okay, Aska ist verwirrt, aber der kommt vielleicht auch nicht mehr dran. Und das andere ist, Sprache ist ja eigentlich ein flüssiges Konzept, das sich auch weiterentwickelt. Und wenn genug Leute irgendwie ein Wort anders verwenden, dann setzt sich das auch durch. Okay, wir haben einen mystischen Ring gefunden. Ich guck mal eben, was der macht.
Erhöht die Elementarabwehr. Ach, wir nehmen den einfach mal eben. Klingenschuhe, Eisring, ach, passt schon. Naja, dadurch ist Sprache halt irgendwie lebendig. Die Franzosen, die machen das so ein bisschen anders. Die haben, glaube ich, sogar extra ein Amt oder so, das für die Reinheit der Sprache sorgt. Was ist eigentlich hauptsächlich erschwert. Hier wurde ja versucht, immerhin Rechtschreibreform durchzuführen, die das dann ja teilweise wohl erleichtert haben. Ich weiß gar nicht. Also teilweise halte ich mich dran, teilweise mache ich noch das Alte. Zum Beispiel verwende ich auch gern mal SZ, was ja sonst selten ist, und PH wurde ja mittlerweile auch öfter durch F ersetzt. Da finde ich, merkt man auch gar leider nicht mehr die Ursprünge der Wörter. Also ich glaube, Fotografie oder so darf man mittlerweile mit F schreiben. Man hatte aber nicht den Ursprung, das griechische Photos mit drin, was ja eigentlich Licht bedeutet. Und so geht halt leider auch ein wenig damit verloren, aber gut, die Sprache verändert sich nun mal. Ja, und deswegen müssen wir uns da wohl auch ein bisschen mit anpassen. Das ist ja meistens, wenn viele Leute das falsch machen, wird es irgendwann richtig, weil sich das dann einfach einbürgert. An sich ist es keine so schlechte Sache, aber es wird halt teilweise ein wenig verwässert. Okay, dann gehen wir nochmal hier weiter. Die Fledermaus ist weg. Und den Hahn hier, den haben wir auch gleich. Und weg. Und die Runde kriegen wir wohl auch noch die Fledermaus. Ich freue mich schon so auf die neuen Waffen, wenn wir denn das Geld dafür haben. Ich guck mal eben, was wir an Seelen haben. 48 schwache und 32 normale. Okay, hier haben wir nochmal 3x Eisstaub erhalten. Auch wenn wir das wahrscheinlich fast gar nicht verwenden werden. Irgendwie bin ich immer ein wenig geizig dazu, sowas zu verwenden. Man könnte es ja irgendwann in irgendwelchen wichtigen Kämpfen nochmal brauchen. Und da vergesse ich das entweder oder denke mir, wir machen so doch mehr Schaden oder was weiß ich. Und dann sammelt sich das immer weiter an. Vermutlich werdet ihr das bei anderen Spielen noch mehr merken, dass das Inventar eigentlich einfach irgendwann zu groß ist und eben auch nicht alles verkauft wird, weil man könnte es ja vielleicht nochmal gebrauchen. Die Aska ist gerade verwirrt, das ist ein bisschen ungünstig. Der macht auch Lane ganz gut Schaden. Das ist, glaube ich, das meiste, was irgendwie an Schaden in letzter Zeit verteilt wurde. Also zumindest an uns. 108 EP und 3 schwache Seelen erhalten. Und wir verlassen die Höhle mal wieder und kriegen dann hier auch die normalen Seelen endlich wieder. Wir brauchen halt einfach nur einen Schlag mehr und kriegen dafür eine normale Seele. Das ist, ja, sehr viel effizienter. Ansonsten müssen wir die kleinen Seelensteine ja noch im Verhältnis 3:1 umtauschen. Das können wir uns so sparen. 55 EP und eine normale Seele erhalten. Ich guck mal eben, ob hier noch irgendwo auf eine, wie heißt es, Höhle ist oder so, eine weitere. 55 Erfahrung und eine normale Seele erhalten. Hier noch 3 Schneefliegen.
die erinnern mich so ein bisschen an, falls ihr es damals gespielt habt, Might and Magic Liebe. Da gab es so, wie hießen die, Feuerlibellen oder irgendwie sowas. Feuerfliegen. Die sahen zumindest auch so ähnlich aus. Und die schwirrten da in einem Sumpf auf der ersten Insel rum. Da, wo man das Schloss dann am Ende geschenkt bekommt. Dieses heruntergekommene, verranzte Teil. Okay, 210 EP und 3 normale Seelen. Gleich ein weiterer Kampf. Also ich würde auch lieber mehr jetzt gehen können. Seelen kriegen wir ja langsam. Okay, der Eisstrudel macht noch 6 Schaden. Okay, 110 EP, 2 normale Seelen. Nochmal 2 Schneefliegen. Und die erste ist weg. Und Aska kümmert sich jetzt hoffentlich um die zweite. Naja, wird noch etwa 20 live. Und weg. Okay, nochmal 2 normale. Damit haben wir jetzt 53 schwache und 42 normale. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz, um die Mine voll zu machen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viele Minenarbeiter wir drin haben. Wir können aber mal nachgucken. Okay, Aska verliert 16. Elaine tötet den. 110 EP und 2 normale Seelen. Und dann gucken wir mal in das Menü. Unter, ja, Status. Gefundene Geheimnisse 42 von 450. Aktuelle Heilungsrate 2 HP. Skelettbeschwörungsdauer 70 Sekunden. Skelettmagierbeschwörungsdauer 50 Sekunden. Dämonenbeschwörungsdauer 40 Sekunden. Golembeschwörungsdauer 35. Wolfsverwandlungsdauer 70. Fledermausverwandlungsdauer 60. Da haben wir es. Auslastung Askas Mine. 14 von 20 Arbeitern, also 6 brauchen wir da noch. Und dann können wir noch 4 oder 5 weitere Minen, eröffnen. Haben jetzt 22 Mal gespeichert. 6,5 Stunden etwa schon gespielt. Wobei ich halt einen Teil so gelevelt habe, damit ihr die wie das langweilige Hin- und Herlaufen und hier Kampf und da Kampf nicht haben ist, war nicht ganz wenig. Aber gut, das dafür erleichtert uns das jetzt das Leben enorm. Gut, dann porten wir uns mal mit Zuflucht wieder ins Magierzimmer. Schatten der Nacht, gib mir die Macht, mich durch euch zu bewegen. Und gehen ins Magierzimmer. Die Seelensteine gibt es hier. Und wollen dann erstmal Seelensteine herstellen. Schwache Seele. Alle. Dann haben wir jetzt 59 kleine Seelensteine. Einer mehr wäre schon ganz praktisch, aber man kann nicht alles haben. Dann wandeln wir noch alle normalen Seelen um und haben 46 normale Seelensteine erhalten. Okay, und nun nehmen wir die kleinen Seelensteine und verwandeln die in normale. Und zwar, ja, 10 Stück. Damit haben wir jetzt 29 kleine und 59 normale. Dann verwandelt Wallner sich mal in eine Fledermaus. In der Nacht geboren. In der Nacht geboren. Zum Fliegen auserkoren. Möge meine Macht mich lenken. Da habe ich doch glatt die falsche Stimme verwendet. Dann geht es hier die Treppe hoch. Und wir machen noch schnell einen kleinen Abstecher. Um weiteres Silber abzuholen.
dann hier ab in die Gruft. Herr, ihr habt derzeit 517 Kilogramm Silber hier gelagert. Wollt ihr welches mitnehmen, Herr? Hm. Ja, ich nehme was mit. Ihr habt jetzt so viel Silber, wie ihr tragen könnt. 99 Kilogramm, Herr. Okay, und den Rest, wollen wir mal umwandeln? Wie ihr wünscht. Hier habt ihr die 4136 Fila. Okay, da ist gerade wieder ein neues erschienen. Ich weiß gerade nicht wie viel, das ist auch nicht so wichtig. Dann kommen wir gerade noch rechtzeitig von dem Schloss weg, dass wir nicht den Weg laufen müssen. Und füllen dann mal die Mine auf. Na, wie geht es meiner Mine? Wird schon viel Silber abgebaut? Ja, Gebieter. Die Arbeiter sind fleißig, Gebieter. Wollt ihr mehr Arbeiter erschaffen? Also ich denke, mehr Arbeiter wären gut. So sei es. Ich verwende 5 eurer normalen Seelensteine dafür. Das Ganze machen wir jetzt noch 2-3 Mal. Bis er uns sagt, wir können nicht mehr erschaffen. Ja, ihr habt noch nicht genug Macht, um mehr Arbeiter zu beherrschen. Ich guck mal kurz in das Menü, ob die Mine voll ist oder nicht. Also, Status. Okay, das ist mal ein bisschen schneller weg. Okay, 15 von 20 Arbeitern. Vielleicht können wir die anderen noch suchen und voll machen. Wo denn zauber ich einfach mal Zuflucht? Dann versuchen wir einen Kampf zu bekommen, damit Walner Blut saugen kann. Also hier Blut saugen, die anderen beiden greifen an. Der erste ist weg. Walner trinkt nochmal. Wobei er wahrscheinlich noch einen weiteren aussaugen muss, damit er wieder volles Blut hat. Also einen Kampf machen wir denn nochmal eben. Dann ist jetzt hier auch der weg. 165 EP und 3 normale Seelen. Hier haben wir nochmal 2 Eismagier. Blutsaugen auf den ersten. 30 Blut. Walner ist gelähmt. Und der wird einfach getötet. 110 EP und 2 normale Seelen. Und dann benutzen wir mal den Fledermausmantel. In der Nacht geboren. Zum Fliegen auserkoren, möge meine Macht mich lenken. Und dann fliegen wir mal und suchen uns noch eine Mine. Gibt ja hier irgendwo in der Nähe von Uruya noch eine. Zumindest wurde das angezeigt. Wobei ich könnte vielleicht auch mal gucken, ob ich die Karte ausmachen kann. Dass sie so ein Viertel des Bildschirms verdeckt, ist ja teilweise schon ein wenig störend. Irgendwie bewegt er sich hier immer weiter. Ich weiß gerade nicht, was ich dagegen machen kann. Erstmal löse ich dann mal die Verwandlung. Aber das bringt es noch nicht. Also bei Minecraft habe ich das auch manchmal, da tue ich dann Escape und dann ist gut. Ich glaube, hier speichern wir dann einmal. Es steht dir frei zu gehen, doch wenn du gehst, wird deine Seele mir gehören. Malex. Speichern dann auf dem ersten Spielstand. Dann gehe ich mal kurz auf Spielende. Und dann laden wir den mal wieder. Das dauert hier ja nicht lange.
Gut, jetzt ist ein Kampf. Vielleicht sieht das danach anders aus. Ansonsten ist es irgendein Bug. Und ich weiß nicht, wie man das gerade beheben kann. Okay, der ist weg. 231 EP und 3 schwache Seelen. Nein, es ist nicht weg. Ich glaube, ich mache dann mal eine Aufnahmepause und guck, ob das sich beim nächsten Mal verändert. Ansonsten müssen wir leider auf den Spielstand von davor zurückgreifen. Das war, bevor wir zur Eisinsel gegangen sind. Gut, dann tschüss.